zurück und diesmal haben wir immer noch Schmitty von Black Forest und Jan von King Art bei uns. Aber da der Black Forest Game Design Meister zwar sich sehr gut gegen den Boss angestellt hat, aber ihn doch nicht so schnell zur Strecke bringen konnte, kam die kleine Diskussion bei uns, ist es denn wirklich so schwer? Und da kam Chris ins Spiel, der gesagt hat, das schaffe ich doch ohne Rüstung und ohne schwere Waffen. Ich nehme die zwei Messer, ziehe mich aus und mache den Boss fertig. Und das wollen wir sehen. Das wollen wir uns mal angucken. Es ist nichts, weil das schon klar ist, oder? Ja, sagen wir mal so, du hast schon mehr Leben erzählt. Wir müssen jetzt natürlich die ganze Zeit ein bisschen Chris nerven und uns zusätzlich umsetzen. Du weißt schon, was das bedeuten würde, wenn du deinen Chef hier vor versammelter Mannschaft blamierst. Ne? Solange nicht die Frage aufkommt, warum spielt der eigentlich nicht? Warum muss der Helfer herbeiholen? Oh. Nur noch 70% Leben. Ja, wird sehr spannend. Und noch 60% nehmen. 40. Ja, was haben wir gesagt? Ohne Tränke oder ohne Tränke? Ja, wir sagen mal mit. Ja, Tränke sind schon erlaubt. Das ist Chris auch weiter weg. Was machst du hier, Chris? Ich bin Junior Producer. Aber hauptsächlich für Dread's Ocean. Das habe ich schon ganz schön lange nicht mehr gespielt, Lords of the Fallen. Aber es war schon. Und zwar fast tot, aber läuft schon. Ich wollte gerade sagen, ein Schlaf auch in raus. Ja, du darfst auch einen Teil. Okay. Wenn das jetzt nichts wird, dann müssen wir uns hier jemanden holen, der das wirklich spielen kann. Wir haben ja nur eine QA, das läuft. Das hatten wir auch schon mal, ja. Dass hier dann ein Game Designer. Dann mit genervtem Blick gesagt hat, komm, gib mal her den Controller, ich zeig dir jetzt, wie der Boss geht. Nach drei Versuchen hintereinander, nachdem er es nicht geschafft hatte, hat er dann gesagt, ja, er ist ja auch gar nicht der Experte, er muss da mal einen anderen Game Designer fragen. Ja. Der hat es dann geschafft in einem Durchlauf in 5 Minuten. Aber man zumindest braucht er auch sehr lange, das brauche ich nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt nicht einen Trick, mit dem du das halt in ein paar Sekunden schaffst. Mhm. Nicht mit den Waffen. Ja, es gibt schon noch ein paar, wir hatten es ja vorhin auch gesagt, wenn du irgendwie wirklich mit dem Hammer kämpfst und das richtige Timing drauf hast, dann kannst du sehr, sehr schnell sehr viel Schaden machen. Dann ging es schon schneller. Es wurde ja aber nur behauptet, dass es nackt mit Messer geht. Ja, genau, deswegen. Keiner zweifelt daran, dass es mit einem Hammer funktioniert. Mit einem Hammer oder einer schweren Rüstung? Wir zweifeln nur daran, dass es mit Messer funktioniert. Ich hab da keine Zweifel. Genau.
jetzt erstmal, um den Boss in Sicherheit zu wiegen. Damit er jetzt Fehler macht. Ich habe es doch gemeint, dass wir dir auch noch die Messer aufgezogen haben. Aber. Ja, auch noch. Das ist jetzt Programmierer, das ist wahrscheinlich irgendeine Klassenkombination mit der. Nein, mit der die Werte hoch. Oh, wir haben es letztens hingekriegt, bei letzten Early Access-Version unsere Debug-Version hochzuladen. Natürlich als erstes, Leute, wenn man F11 drückt, kommt so ein komisches Fenster. So, oh nein. Da kann so viel kaputt machen. Alles gut schon. Der hat halt auch eine extreme Reichweite, der Boss. Riesen, langen Schwert. Wenn man jetzt nicht gezwungen wäre, Mac zu spielen, das wäre dann die optimale Ausrüstung hier für den. Also zwei, langer zwei Handpicks oder sowas? Ja, es kommt wirklich ein bisschen drauf an, wenn man davon ausgeht, dass man nicht so viel getroffen wird, dann macht es immer Sinn, die Bosse mit leichten Rüstungen zu kämpfen. Und dadurch bist du halt schnell. Und dann kannst du auch eine zweihändige schwere Waffe nehmen und genau die Lücken halt ausnutzen. Also wirklich. Zweihänder-Schwert, also Greatsword in zwei Hände, Hammer ist auch super, was man halt dann gerade an guter Waffe dabei hat. Oder halt wirklich als Rogue mit, wie wir es jetzt haben, mit Messern, mit guten Waffen, dann möglichst starke, die man bis dahin gefunden hat, und dann halt sehr viel Schaden sehr schnell machen. Wie ist es überhaupt so vom Grundprinzip her? Ist quasi, je schwerer die Rüstung ist und je schwerer die Waffe ist, desto langsamer ist alles. Das ja, generell schon, Trainer, ja. Ja, also, ja. Ne? Deswegen kann man halt auch eine schöne Geschwindigkeit erreichen, wenn man eine schwere Waffe hat und eine sehr leichte Rüstung. Oder umgekehrt natürlich, eine schwere Rüstung und eine Waffe, die zu groß ist. Wenn man beides hat, dann muss man halt, dass man nicht mehr so agil, da muss man gucken. Man überlebt zwar länger, weil man sehr viel aushalten kann, aber dafür steckt man halt auch mehr Treffer ein. Also hat alles seine Vor- und Nachteile und man muss so ein bisschen gucken, mit was man am besten spielen kann. Und auch für Bosse jetzt. Also ich persönlich spiele am liebsten einen Kleriker mit mittlerer Rüstung und schwerer Waffe. Wenn ich mir dann mal zwei, drei Fehltritte erlaube, ist nicht so schlimm. Aber wenn man halt nicht trifft, dann kommt man ja schnell vorwärts. Sind noch weitere Waffen da drauf oder gibt es nur Schwerter, Dolche, extra Waffen? Es gibt 10 oder 9, glaube ich, verschiedene Waffengattungen. Mhm. Die halt alle komplett unterschiedlich sind, also unterschiedlich aussehen, unterschiedlich sich bewegen lassen und halt ganz andere Animationen haben. Es gibt Schwerter, es gibt Großschwerter, es gibt Stabwaffen, Dolche, es gibt noch so Faust-, Handschuhwaffen, wo du so ein bisschen aussiehst wie Wolverine. Es gibt, was haben wir noch so drin? Äxte, Hämmer. Also schon eine große Reichweite, wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Der ist hier gerade schwieriger für dich als der Boss, habe ich den Eindruck. Ja, der... Was aber auch an seiner Spielweise liegt, der ist genauso schnell wie du. Ja, der ist für so schnelle schwieriger. Ja. Und der ist halt sehr agil und er hat eine Rüstung an. Der schlägt oft zu und du kriegst natürlich jetzt sehr viel Schaden von der Rüstung. Natürlich hat er eine Rüstung, wenn er ohne Rüstung hat. Wer tut sowas? Das wäre ja kompletter Irrsinn. Das wäre höchstens jugendliche Selbstüberschätzung eines Videoproducers. Sehr schön. Hey, ich bin nicht der Einzige, der es anklickt. Immer der Spiel. Ich kann sagen, ich weiß nicht gerade, ich glaube, ja, das ist die Scheiße raus, ja. Wenn das jetzt funktioniert. Ich finde das auch mal super wichtig, was eben alles in den Waffen, dass sie sich halt wirklich stark unterschiedlich anfühlen. Ich kann aber nichts mit diesen
ja, wir haben 200 verschiedene Einheiten oder Waffen oder so ich was anfangen, die sich dann halt irgendwie alle gleich anfühlen oder halt eben so minimale Wertunterschiede haben. Ja, wo es dann nur darum geht, ob du 1,9 Schaden pro Sekunde machst oder 1,6. Und dann auch dieser generierte Kram. Man weiß dann, ja, wir haben hier 8 Millionen Waffen drin. Also, ja, das ist mir scheißegal, weil die sich in Wirklichkeit nur wie 5 verschiedene Typen anfühlen. So. Modelle habt ihr so pro Waffengattung? Geschätzt. Von so, ja, so 10, 11, 12 Stück, also das schon so 100 Waffen. Schon im Spiel auffindbar. Das ist sehr, sehr Und ordentlich. Einige von denen kannst du dann noch verändern, wenn du so ein Ruhmsystem und die Eigenschaften noch verändern kannst, wo du den Waffen noch besondere Fähigkeiten mitgeben kannst. Und dadurch ist natürlich die Vielfalt noch ein bisschen größer. Viele Waffen ja auch einhändig oder zweihändig vorhanden. Genau, genau. Du kannst die meisten Waffen ein- oder zweihändig nehmen, beziehungsweise bei den Dolchen. Nein! Oh nein! Oh. Bei den Dolchen hast du praktisch Schild dabei. Tja, und jetzt? Ja, Schmidt, versuchst du nochmal oder auch immer jemanden, der richtig gut ist in dem Spiel? Nackt! Ja, genau so. Ja, wer Thomas versucht, muss jetzt mit dem Setup versuchen. Ich werde sterben, werde ich. Ich werde mich wahrscheinlich nur halb so. Wir können ja auch wenigstens eine faire Waffe noch mitgeben. Ja, das können wir noch machen. Du darfst dir eine gute Waffe aussuchen dazu. Ja, super, ich mag eine gute Waffe. Eieiei. Der Mann mit dem Bart. Keine Ahnung, auf der Brust ein bisschen hatte. Waffe. Aurora Great Axe. Hammer. Wir haben versucht, auch vielleicht einfach mal dieses Hammer und mittlere oder leichte Rüstung. Ich nehme jetzt mal diese Visitorenrüstung einfach mal. Was war das? Oh, ich bin ein bisschen gefailt gerade. Das war nicht so geplant. So, wo ist die Inquisitorenrüstung? Nimm keine zu schwere. Ja, Klerik, das ist Set. So, jetzt spielst du wie ein Kleriker. Hammer! Jetzt versuch mal mit beiden Händen den noch zu nehmen. Ja, was nehmen wir uns da? So, genau. So. Klonk. Oh, da war so was. Lohnt sich gleich. Ja. Der Hammer. Zwei Hände, das ist der Trick. Ah, ich hab mich so mal. Hast du mal die zwei unteren gleichzeitig gedrückt? Ja, die habe ich eben benutzt, das habe ich mit der Axt eben gemacht gehabt. Ja, genau. Ach, wenn die jetzt gewinnt, dann muss er jetzt ins Video. Ja, right. Ja, das war... Aber es war, glaube ich, ein Schildtreffer und trotzdem 30, oder? Weiß nicht. Was er als nächstes macht. Ich wahrscheinlich einen Heiltrank trinken. Will ich eigentlich zu meinen Experience Points rüberkommen wieder. Wunderbar, das habe ich schon gemacht. Wenn es jetzt beidfällig ist, muss natürlich immer ausweichen. Mhm. Mit dem Ausweichen ist bestimmt ganz schlecht. Bevor ich da im Sachen. Ja. 35 nur. Außer das war jetzt halt wieder nur so ein. Oh, ich hab die Kopf gleich erst nochmal. Ich erst auf die zweite Axt. Oh, da, die sieht aus nach Schaden, die sieht aus nach Schmerzen. Sie hört sich nach Schmerzen an zumindest. So, ach, jetzt kommt mein Freund hier, fies Ding, fies Schweif wieder. Ihr habt schon mal die gleiche Waffe jetzt. Was noch? Komm her, get over here! Ups, das mit dem Ausweichen ist nicht passiert. Oh, das hat ganz gut geklappt. Moment. Weiter. Für den Treffer. Oh shit! Zu dem Ausweichen ist noch. Wo brauchst du dran?
dafür bestraft. Er hat mehr, was ist das? Stability als du. Deswegen, wenn du schlägst und er schlägt, unterbricht er deine Attacke. Ja. So, schon wieder sagen, aufgegeben. Spieleentwickler sind halt nicht so gut in der Mitte. Willst du mal mit dem Setup zeigen, ob es klappt? Genau mit dem. Okay. Ja, einfach mal sehen. Was ist denn das? Die ganze. Ja, machen wir einfach nach dem, oder? Ja, wie lange ist das schon so? Das ist bestimmt schon ein bisschen. Das Ganze erinnert mich an eine Session, die wir hatten bei Let's Plays mit Diana Sisters, wo wir versucht haben, unseren letzten Boss zu zeigen, dass er schlagbar ist. Und in dem Moment, ich habe auch gespielt gehabt und dann haben wir festgestellt, ja, das ist eine alte Version, wo er irgendwie noch 6 Phasen hatte, noch härter war als das 6-mal getroffen werden musste. Das habt ihr dann zumindest erzählt. Nein, das war wirklich so, weil ich habe nach anderthalb Stunden, es waren anderthalb Stunden Livestream, es nicht geschafft und dann haben wir Boris geholt, unseren Besten, und er hat mir eine halbe Stunde gebraucht. Nach anderthalb Stunden Livestream, das ist eine Menge. Ja, ja, die Leute waren patient, die waren nicht lustig die ganze Zeit über, aber naja, sie haben mit mir gelitten. Die Version hat es dann auch nicht Kandidat geschafft, möglicherweise. Ja, das ist die Live-Version. Wird gespielt werden. Ausgezeichnet. So sieht er gespielt wird. Ah, ich fühle mich hier in guter Gesellschaft. Ihr nährt euch auch von den Tränen eurer Spieler. Das ist so. Ach ja. Ja, mit der Schwerrüstung kommt überhaupt nicht ausreichend. Das geht gar nicht. Also tatsächlich sind die Kämpfe noch einfacher, wenn man mit Geduld spielt und eher mal einen Treffer nochmal sausen lässt dafür, dass man eher nichts abbekommt. Aber ist natürlich auch langweiliger. Mit Schild gegen die Mobs machen und dann Axt 2 das kannst du machen, genau. Das geht alles. Und teilweise macht es auch Sinn, vor allem wenn man mit 2 Waffen gut kämpfen kann, wenn man es gelernt hat oder so, dann macht es Sinn. Ursprünglich waren für das Spiel mal 20 Bosskämpfe angedacht. Aktuell sind es 10. Und jeder von denen wurde. Also nicht jeder, aber die meisten, fast über ein Jahr, waren in der Entwicklung wirklich drin. Seit dem ersten Prototypen auf jeden Fall. Einige noch länger, einige vielleicht anderthalb Jahre. Ja. Und auch wirklich, dass sie immer wieder mal getestet wurden, neue Stufe reinkam und so. Also das ist schon aufwendig, so ein Bosskampf. Das hat der Vorteil wiederum, dieser Waffe, wenn sie trifft. Wenn sie trifft, holst sie rein. Klonk! Oh, nice! Das sieht schon anders aus. Nein! Fieses, fieses, flinkes Drecksding. Den Schild des Bosses kann man sich auch erwerben in dem Kampf, wenn man es schafft. Also viele Bosse, also jeder Boss soll eigentlich so ein besonderes Feature haben, das ihn ausmacht. Bei ihm ist es auf jeden Fall der Schild, hinter dem er sich verbirgt. Das ist der Panzerschrank, den er als Schild benutzt. Genau.
dagegen du, gegen den du vorhin gekämpft hast, der dessen Schwertkampf auch ging. Dann. Jetzt war es mal viel mehr, wenn man das von ihm nicht anfängt. Das erinnert man sich später auch nochmal so zurück. Ah, von dem, was er das Schild. Ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das sind die Erfahrungspunkte, die jetzt leider weg sind. Außerdem ist ein ziemlich feiger Boss, der sich da in seinem Schildwand versteckt, anstatt seinen Minions zur Seite zu stehen. Aus der Luft gefangen! Nice! Zurückkommt. Also das ist nicht so ein Schlauch-Level-Spiel, sondern das ist so der zentrale Punkt, wo du dich so wie so zwiebelschalenmäßig immer weiter eigentlich ins Zentrum vorarbeitest. Und da neben uns ist der Hauptturm, die Zitadelle. Also jetzt in dem Sinne jetzt gerade rechts von uns. Und da drinnen sind auch die Überlebenden, was später so ein Hub ist, was ich mir öffnen kann. Das große Tor, was da zu rechnen ist. Das wir jetzt da hinten sehen. Und da komme ich aber noch nicht rein. Da muss ich erst sehr viele andere Wege erstmal gehen, bis ich da in die Nähe komme. Und da gibt es noch einige Bosse, die hier in dem Klostergebiet versteckt sind. Das System hier mit den Tränken ganz interessant, weil normalerweise hast du ja immer bei Wandspielen das Problem, oder als Beispiel, dass ich am Ende des Wandspiels noch 78 Heiltränke gehabt und 25 Mana Tränke, weil ich mir immer denke, brauchst du nicht unbedingt, Aber hier ist es halt irgendwie so, ja gut, okay, nimmst du halt, weil wenn nicht, weißt du, du kriegst den nächsten Genau, Liga. Genau. Und du kannst halt auch nicht unendlich anhäufen, du kannst nicht irgendwann total overpowered sein, weil du sagst, oh, ich habe ja noch die 78 Heiltränke irgendwo dabei oder so. Weil für mich war der Boss ganz einfach, ich habe einfach immer Heiltränke genommen oder so. Das geht halt auch nur bedingt. Aber man kann durchaus natürlich eine bessere Position haben, wenn man ein, zwei Flaschen mehr gefunden hat. Oder so gemein war und dem verblutenden Kerl am Anfang keinen Heiltrank gegeben hat, für sich behalten hat. Was aber auch wirklich Auswirkungen auf das weitere Spiel hat. Rettet hast, kriegst du bestimmt später von ihm. Ah, das will ich jetzt nicht so verraten, aber sowas in der Art schon, ja. Wahnsinn. Ja, das war jetzt auch. Ja, das war schon echt drei Schritte. Oh, da war ein Schild im Weg. Wenn es jetzt gut läuft, bist du im letzten Viertel. Nice. Das sind jetzt her. Aus dem Nichts umgebracht. Unverschämt. Verdammt. Tja, ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen und haben gemerkt, sowohl der Game Designer von Black Forest als auch der Produzent von Deck 13
Es ist angenehm knackig. Als ja. auch der Herrn von King Art haben es noch nicht geschafft, diesen Boss zu besiegen. Ich hasse ihn und ich liebe es. Und so soll es sein. Ja. Dann bis zur nächsten Runde.